Mahlzeit, ihr Lieben, und herzlich willkommen in einem neuen Video auf unserem Kanal. Vielleicht jetzt gerade ein etwas ungewohntes Bild für euch, weil zu meiner Rechten oder zu meiner Linken fehlt gerade jemand. Ja, das hat auch einen Hintergrund. Sabrina fühlt sich im Moment gesundheitlich nicht ganz so fit. Wir haben schon einige Arztbesuche jetzt hinter uns und sie hat jetzt erstmal für sich, oder wir haben entschieden, dass sie erstmal ein klein wenig ruhiger tritt. Ihr hört das jetzt hier rumoren. Ich bin mit dem Christian unterwegs, den kennt ihr ja schon aus vergangenen Videos. Und Sabrina ist bei Doris, bei Christians Frau, zu Hause geblieben. Die beiden ruhen sich jetzt heute ein bisschen aus. Und ja, wir werden euch zu gegebener Stelle oder zu gegebener Zeit dann nochmal ja, etwas ausführlicher zu informieren. Das mache ich aber nicht alleine. Da warte ich eine Gelegenheit ab, wo Sabrina auch dabei ist, weil sie auch selbst entscheiden soll, was sie euch alles an Informationen mit auf dem Weg gibt. Ja, ansonsten kommen wir zur Location. Ich bin mit Christian heute im Freestyle unterwegs, war eine ganz spontane Aktion. Wir haben eine verlassene chinesische Diskothek gefunden. Hört sich jetzt erstmal eigenartig an, muss ich ganz ehrlich auch gestehen. Ich war mir auch gar nicht sicher, was wir hier alles filmen können. Wir sind hier mal grob, haben wir schon mal durchgelaufen und haben geguckt, was hier noch alles steht. Und ich finde es eigentlich echt geil und seid gespannt und kommt mit. Ja Leute, ich fange mal mit euch ganz vorne im Eingangsbereich an. Das ist auch somit der einzige Raum, der jetzt schon ein bisschen verwüstet aussieht, beziehungsweise halte ich das jetzt hier noch für natürlichen Verfall. Ich weiß nicht, ob die Decke mal irgendwann undicht geworden ist, dass hier Feuchtigkeit reingekommen ist und dass dann hier der ganze Aufbau irgendwann mal runtergekommen ist. Aber ich finde alleine hier vorne schon, da steckt echt viel Liebe zum Detail drin. Jetzt gar nicht sicher, ob jetzt hier eventuell mal die Garderobe auch mit gewesen ist. Zumindest wird hier mal schon mal eine kleine Theke gewesen sein. Ist ziemlich krass. Man könnte jetzt meinen, ich weiß nicht, ob die Kamera das jetzt so mit eingefangen kriegt, man könnte jetzt meinen, dass die ganzen Spinnenweben, die hier vor der Decke hängen, dass die Deko sind wie in einer alten Geisterbahn, aber das ist echt alles hier. Das ist ganz natürlich, das ist alles echt, was hier von der Decke hängt. Ich glaube, hier sind wir jetzt im Garderobenbereich. Da hinten sind an den Stangen, werden wahrscheinlich mal Bügel gehangen haben. Dann hat hier jemand vom Personal gestanden und hat die Sachen wahrscheinlich entgegengenommen. Aber hier sieht man auch so ein bisschen, was der Grund sein könnte, warum das Ding hier zugemacht wurde. Also ich glaube, das Dach hier ist echt ein Problem gewesen. Das ist alles komplett nass. Ist voll durch die Spinnenweben gelaufen. Oh. Okay. Da macht der Christian Krach jetzt gerade. Aber zu dem wirklich interessanten Teil kommen wir jetzt noch. Leute, haltet euch fest. Ist das der Hammer? Hier habt ihr auf jeden Fall jetzt die nächste richtig große Theke. Ich würde sagen, hier wurden Getränke ausgegeben. Ich
finde das selbst jetzt noch richtig schick. Obwohl es schon so runtergekommen ist. Da oben hängt noch die ganze Beleuchtung. Falls mal jemand aufs Töpfchen muss. So, ganz ehrlich, Leute, der sieht nagelneu aus. Der sieht aus, als wenn der heute erst hier abgelegt wurde. Da ist nicht mal Staub drauf. Bitte? Ja. Bitte, guckt euch das mal an. Das sind alles Verzierungen und Schnitzereien, was man eigentlich nur, ich sag mal, von einem China-Imbiss kennt. Ich habe sowas noch nie in der Diskothek gesehen. Mann, wie die Spinnenweben hier komplett von der Decke bis unten auf dem Boden hängen. Ich gebe nochmal eine kleine Leiter hoch. Aber wenn ich mir die Decken hier angucke, klemme ich mir das, glaube ich, jetzt da hoch zu klettern. Ich würde sagen, das ist echt das Holz, das ist massiv. Der wiegt bestimmt eine halbe Tonne. Was ist das denn? Das sind Schuhkartons. Wie komme ich denn hier hinter? Leer. Das sind bestimmt 20 Kartons, die hier stehen. Da ist nichts mehr drin. Und Christian hat das gerade so schön hier alles in Szene gesetzt. Jetzt wollte ich euch gerade zeigen, wie die Mandelblüten hier am Blühen sind. Aber ich leuchte die mal eben selber aus. Ja, ist natürlich alles künstlich, aber trotzdem schick. Da oben hängt noch die Disco-Kugel. Dann wird das hier eine kleine Tanzfläche gewesen sein, ne? Denke ich mal. Ja, ich gehe davon aus. So wie das von hier oben alles beleuchtet ist. Ist sogar noch was da. Ja. Eine Disco-Kugel. Ja. Kühlkammer. Hier sind wir jetzt nochmal im Eingangsbereich. Okay, die Toiletten sind jetzt nicht mehr ganz so schön. Hätte jetzt eigentlich mit was anderem gerechnet, wenn ich den Eingang hier so sehe. Aber ich will euch noch was ganz anderes zeigen. Hier ist nämlich noch eine Halle oder ein Saal. Oh, das Teil. Das ist doch der Hammer, oder? Oh,
Der Boden gibt schon gut nach. Hier ist, das fühlt sich jetzt an, als wenn hier drunter ein Hohlraum ist und die Platten total aufgeweicht sind. Da können wir hier noch irgendwas in Betrieb nehmen. Fast komplett durch den Boden. Ja, genau, so fühlt sich das auch an, wie es hier aussieht. Ach, das ist ja noch interessant. Guckt euch das mal an. Hier waren wahrscheinlich die Flaschen oben zum Zapfen. Schleichwerbung Bacardi, da wird er mit Sicherheit auch noch irgendwas anderes gehangen haben. Da konnten hier die Barkeeper wahrscheinlich dann. Ich denke mal zumindest damals noch auf festerem Boden als ich jetzt. Dann wahrscheinlich mit dem Glas rangehen, den Hebel drücken und dann liefen die Gläser direkt voll. Das ist schon cool, aber ich muss jetzt hier echt aufpassen, wie ich hier wieder zurückkomme. Ich meine, tief geht es hier nicht runter, aber das ist ja alles im Eimer. Oh. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, ob das hier, ich weiß nicht, ob das hier zu der, zu dem Sicherungskasten gehört. Das ist auf jeden Fall irgendwas, nee, um Temperatur einzustellen, da steht Grad Celsius mit drauf. Das ist ein Gefühl wie auf rohen, Eiern hier gerade. Genau, hier werden wahrscheinlich, hier wird das mal gehangen haben, das Schild, was ich jetzt gerade gezeigt habe, wahrscheinlich Klimaanlage. Von 0 bis 30, ich weiß nicht. Christian macht Krach. Was ist denn das? Was ist das, einfach nur Lager gewesen? Hier ist Styropor an den Wänden. Vielleicht zum Isolieren, war hier mal eine dicke Tür vor. Und das war auch ein Kühlraum? Ich weiß nicht. Ganz so interessant, aber ich habe vorhin noch was gesehen, das will ich euch noch mal zeigen, weil hier gab es auch einen DJ, der hatte seine Kanzel hier oben fast unter der Decke gehabt und da gehen wir jetzt hin. Ich muss nur ehrlich gestehen, ich habe nämlich bis jetzt noch keinen Aufgang gefunden, wie wir da oben hinkommen. Und zwar müssen wir, wenn ich das richtig gesehen habe, da irgendwie oben hin. Ich habe gerade versprochen, ich zeige den Leuten noch den DJ, aber irgendwie. Der war hier oben drauf. Das muss so gewesen sein. Nur wie kommst du da hin? Das geht über eine Treppe. Ich habe eben noch eine Treppe gesehen. Über so eine Bodenluke geht das. Vielleicht doch nicht. Musik.
gibt es doch glatt noch einen kleinen Außenbereich. Ich hätte spontan jetzt gesagt, vielleicht für die Raucher. Aber hier gab es nochmal, guckt euch das mal, eine richtige Theke. Und das ist auch nicht mal eben billig zusammengeschustert. Hier spielte auch die Musik draußen. Guckt euch das mal an, da steht sogar der Kühlschrank noch drin. Ist das nicht riesig, wie das alles hier zugewachsen ist? Das hört sich nach Silke an. Habt ihr das gehört? Verhaften uns doch nicht. Ah, das ist wirklich alles einfach nur so ein bisschen in die Jahre gekommen. Vielleicht nicht rechtzeitig genug renoviert und alles natürlich verfallen. Hier ist nicht einer durchgegangen und hat das kaputt gehauen. Das ist einfach, hier nagt der Zahn der Zeit. Ja, ihr Lieben, also für einen Zufallsfund und wir schauen einfach mal rein und gucken, was kommt, würde ich sagen, hat sich das hier auf jeden Fall gelohnt. Eine Diskothek hatten wir noch gar nicht bei uns auf dem Kanal, ist Premiere für uns. Ja, ich hoffe, der Christian hat Sabrina für heute würdig vertreten und wir würden uns wie immer an der Stelle natürlich freuen, wenn ihr uns für das Video einen Daumen nach oben gebt. Und Sabrina würde jetzt sagen? Abonniert den Kanal, natürlich kostenlos. So sieht's aus, weil dann seht ihr auch, wie es hier noch weitergeht. Bis dahin und tschüss.